Am 20. Januar 2020. Der Tag, an dem ein Verdacht wahr wurde. Der erste Covid-19-Infektionsfall in Korea wurde entdeckt. Ein unbekanntes Virus, daher mangelnde Information und Erfahrung. Aber komplett neu war das auch nicht. Vor 5 Jahren, als das MERS-Virus weltweit verbreitet war, hatte Korea die zweitmeisten Infektionszahlen auf der ganzen Welt. Das sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Doch das Virus hat sich rasant ausgebreitet. Eine Zeit lang hatte Korea die höchsten Corona-Infektionszahlen nach China. Aber das war nicht lange. Massentests. Auf Informationstechnik basierendem Tracking von Infizierten. So wurde die Corona-Ausbreitung in Korea stark verlangsamt. Eine transparente Informationsvermittlung, denn wir gelernt haben, dass die Transparenz die effizienteste Eindämmungsstrategie ist. Offene Kommunikation mit den Bürgern. Dadurch wurde es möglich, einen solidarischen Konsens zu erreichen, dass nur gegenseitige Rücksichtnahme die Freiheit von uns allen schützen kann. Unter Wahrung von Transparenz, Offenheit und demokratischen Werten und ohne strenge Lockdown-Regelungen geht Korea konsequent mit Covid-19 um. Und diese Erfahrungen teilt das Land mit der ganzen Welt. Sorge, Angst, Einsamkeit und vor allem die große Sehnsucht nach Freiheit. Die Freiheit, unter der Sonne sorglos unterwegs zu sein. Die Freiheit, mit den liebsten Menschen Zeit zu verbringen. Die Freiheit, in die Ferne zu reisen. Wie kostbar diese Freiheit ist, in der wir ein ganz normales Alltagsleben genießen können. Und dass die Freiheit nicht umsonst ist. Wir haben angefangen zu kämpfen gegen das Virus und für die Freiheit. Am Anfang war das nur ein einsamer Kampf, dessen Gegner unbekannt war. Aber bald wurde das eine gewaltige Bewegung, die die gesamte Menschheit mitmacht. Nun ist Sommer. Unser verlorener Alltag kommt nach und nach zurück, aber in einer anderen Art und Weise als früher. Ist das komisch? Ist das unangenehm? Aber vergessen wir nicht, dass unser Kampf noch nicht vorbei ist. Wir sind stark. Wir geben unser Bestes. Wir kämpfen weiter. Für uns selbst und füreinander. Für die neue Freiheit, die wir trotz aller Umstände gemeinsam gewonnen haben. Für unsere neue Normalität.